Stimmen der Wirtschaft, der SIHK-Podcast. Gemeinsam für Südwestfalen und die regionale Wirtschaft. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum SIHK-Podcast Stimmen der Wirtschaft. Mein Name ist Nick Neil, ich bin Referent für internationale Zoll- und Außenwirtschaft und in unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema gemeinsam international Geschäftschancen in den Niederlanden darf ich meinen lieben Kollegen von der Auslandshandelskammer Niederlande, Aldo Loller, begrüßen. Ja. Guten Tag, guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, es geht gut bei mir. Mir geht's gut. Danke für die Einladung, Nick. Hello. Ja, also wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit tatsächlich, schon fast 6 Jahre, wo wir damals zusammen wo ich damals bei euch im Den Haager Büro gesessen hatte, um euch viele Veranstaltungen, aber auch Seminare zusammen zu organisieren. Und eines ist mir dabei so hängen geblieben, das Thema LinkedIn. Werden wir auch gleich noch in unserer späteren Folge Business Knigge Niederlande nochmal genauer drauf eingehen. Ja. Aber beim Thema LinkedIn, da wusste ich schon damals so eine Zahl von 13.000 Kontakten. Ist das denn noch der Fall? Oder Es sind ein paar mehr. Ich will nicht sagen, dass ich der König von LinkedIn bin, aber stimmt schon, in den Niederlanden ist LinkedIn ein wichtiges Sozialmedium. Ich glaube, dass ich jetzt bei ungefähr 27.000 bin, Follower, wie man so schön sagt. Also die Anzahl an sich sagt nicht alles, aber es ist für uns auch als Auslandshandelskammer und für mich als Projektleiter schon wichtig, dass ich da Zugang zu Unternehmern und Unternehmerinnen habe. Also ja, ist schon eine wichtige Möglichkeit, Unternehmer und Unternehmerinnen zu erreichen. Genau, ganz, ganz spannendes Thema, was wir dann auch dann in unserer nächsten Folge dann noch ein bisschen tiefer besprechen werden. Heute ist ja unser Thema Geschäftschancen Niederlande. Deutschland, Niederlande verbindet ja eine sehr, sehr lange Handelsbeziehung. Ja. Für Deutschland ist ja Niederlande ein sehr, sehr wichtiger Markt. Ich glaube, weltweit Top 3, europaweit auch unter den ersten Plätzen. Mhm. Für die Niederlande ist Deutschland natürlich auch ein super attraktiver Markt. Ich glaube, Exportpartner Nummer 1 tatsächlich. Ja. Ich glaube, wenn man sich die Zahlen so ein bisschen anguckt, war, glaube ich, letztes Jahr, also wenn man sich jetzt mal so ein bisschen vorstellt, 103 Milliarden Euro wurden aus den Niederlanden nach Deutschland exportiert. Ja. Also das ist schon eine ziemlich große Zahl. Auf der anderen Seite waren es dann 111 Milliarden Euro an Gütern, die dann aus Deutschland in die Niederlande, ist ja jetzt gar nicht mal so viel Unterschied. Nee. Zeigt ja auch, dass der Handel zwischen beiden Ländern stetig am Wachsen ist. Über welche Produkte reden wir denn da eigentlich? Also was wird denn von... Sehr, sehr unterschiedlich Produkte, die wir als, sagen wir, Normalbürger nicht direkt spüren vielleicht, wie chemische Produkte zum Beispiel, Ölprodukte, aber es gibt auch sehr viele Geschäftsbeziehungen zwischen KMU-Unternehmen aus den beiden Ländern. Das heißt, auch wenn es geht um Lebensmittel, wenn es geht um Energieprodukte, Metall, Maschinenbau, vor allem natürlich der deutsche Maschinenbau hat einen sehr guten Ruf in den Niederlanden. Die Niederländer sind aber auch oft Zulieferer für deutsche Metall- und Maschinenbauunternehmen, also sehr, sehr breit. Aber ja, auch bei der AK haben wir zum Beispiel in diesem Jahr eine Delegationsreise zum Thema biologische Lebensmittelprodukte. Also es ist schon sehr unterschiedlich. Ja. Das war jetzt so die Niederlande-Seite aus Deutschland. Was sind da so Produkte, die Niederländer wiederum dann beziehen? Deutsche Autos sind noch immer sehr beliebt natürlich. Klassiker kann man sagen. Auch da Chemieprodukte sind da wichtig, Maschinenbauprodukte. Ich denke, was auch immer mehr eine Rolle spielt, ist doch auch, wenn es geht um den deutschen Bausektor. Da ist es, kann man sagen, Qualitätssiegel Made in Germany auch sehr beliebt in den Niederlanden. Das können auch Rolltüren sein, Fenster, solche Sachen. Und Deutschland sieht man vielleicht nicht direkt so in den Zahlen, aber ist auch ein sehr beliebtes Urlaubsland bei den Niederländern. Ne? Dafür muss man nur zum Sauerland oder zum Feldberg im Süden gehen, dann hört man mehr Niederländisch als Deutsch. Also auch da sieht man, dass Holländer viel Geld in Deutschland ausgeben. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen auch auf Branchen konzentrieren, wo vielleicht im Moment oder auch schon vielleicht seit den letzten Jahren viel in den Niederlanden passiert, dann ist das ja gerade so das Thema Klimawandel, Energiebranche, Baubranche.
sind jetzt so zwei Branchen, die mir jetzt auch aus meiner Zeit damals bei euch so hängen geblieben sind. Ja. Ich glaube, 2019 war es, da haben die Niederländer sehr früh angefangen, ein eigenes Klimagesetz oder Klimaakkord, wie man in Niederländisch sagt, umzusetzen, ja, auf Basis des Pariser Klimaabkommens. Ja. Das war ja schon sehr, sehr wegbereitend auch für die kommenden Jahre. Ja. Vielleicht magst du auch gleich noch ein bisschen was zum aktuellen Status durch die neue Regierung vielleicht erzählen, dass da... Ja, das Klimaabkommen, Klimaakkord war schon etwas sehr Beeindruckendes eigentlich für ein relativ kleines Land wie die Niederlande. Ja, wir sehen hier die niederländische Flagge. Damals, vor ein paar Jahren, gab es auch Bauernproteste, weil viele Bauern meinten, dass es einfach zu schnell ging. Ne? Das bedeutet einfach, die Niederlande als zweitgrößter Agrarexporteur der Welt, was eigentlich fast unfassbar ist für ein so kleines Land, musste einfach auch wegen dieses Klimaabkommens weniger produzieren im Agrarbereich. Das war nicht immer einfach. Für die Bauern nicht. Das bedeutet auch, dass wir wenig bauen durften. Also diese CO2-Ausstoß-Geschichte war schon sehr wichtig. Und es war nicht nur Pariser Klimaabkommen. Es hat auch zu tun mit einer gesetzlichen Regelung, also verpflichtet vom Gericht. Und das hat bedeutet, dass es einfach ganz schnell für die Niederländer vielleicht auch zu schnell gelaufen ist, um das ganze Energiethema, Bauthema, Bauernthema, Agrarwirtschaftsthema zusammen in eine neue Richtung zu bringen. Das war nicht immer einfach, auch gesellschaftlich nicht. Das hat man in Deutschland eigentlich auch mitbekommen. Da hat es auch Proteste gegeben, da wurden auch mal ein paar Autobahnen gesperrt. Letzten Endes denke ich, dass die vorige Regierung und auch die neue Regierung jetzt neue Wege eingehen werden, in auch Zusammenarbeit mit Brüssel, wie das so genannt wird. Was die neue Regierung genau machen wird, das wird eigentlich morgen erst am 17. September präsentiert für das niederländische Parlament. Es sind aber sehr wichtige Schritte, die man macht. Und das ist teilweise auch, darüber werden wir vielleicht später noch reden, das passt zur niederländischen Mentalität, vielleicht etwas schneller zu agieren, vielleicht auch mal projektmäßiger zu agieren. Aber das bedeutet nicht, dass man natürlich innerhalb der Gesellschaft direkt alle Menschen mitkriegt, sozusagen. Also das ist schwierig gewesen und wird auch in den kommenden Jahren ein Thema sein, wo die Niederlande, wo Politik, Unternehmen und Gesellschaft miteinander in Kontakt bleiben müssen. Ja, da hast du ja gerade jetzt schon genau die Dinge angesprochen, die zum Teil in der Energiebranche geändert werden, aber auch in der Baubranche. Konkret heißt es ja, Gas wird ja meines Wissens nach nicht mehr länger in den Niederlanden gefördert. Nee. Es gab ja Gasfelder in Groningen. Genau. Das ist jetzt ad acta gelegt worden. Ja, aufgrund genau, der genau. Das ist im Ausland nicht immer so bekannt, aber Anfang der 60er Jahre wurde Gas gefunden im Norden. Und eigentlich haben die Niederlande 50 Jahre lang sehr stark davon profitiert. Wir waren ein Gasexporteur. Aber es hat auch zu Erdbeben geführt im Norden des Landes. Und das ist natürlich nicht mehr akzeptabel für die Bevölkerung, für die Dörfer und meistens kleinere Städte vor Ort. Deshalb hat man sich dafür entschieden, nicht mehr mit dem Groninger Gas weiterzumachen. Zufälligerweise, wenn ich so sagen darf, war das zusammen mit auch geopolitischen Situationen, wie in Ukraine zum Beispiel. Es hat dazu geführt, dass Holland relativ schnell, sich umstellen musste, neue Quellen suchen musste. Das bedeutet teilweise in Europa selber, wie in Norwegen zum Beispiel, aber auch mal weiter weg und auch mal, wenn es geht um Wasserstoff oder LNG zum Beispiel. Also und da sieht man auch, dass die Niederlande teilweise gewollt, teilweise ja verpflichtet quasi neue Wege suchen mussten. Und da sehen wir übrigens auch zurück, wenn man das so sagen darf, bei deutschen Unternehmern und auch Behörden, dass man in den letzten 2-3 Jahren auch auf die Niederlande geschaut hat, zu sehen, wie machen die das, wie gehen die damit um und was können wir vielleicht in Deutschland mal auch ausprobieren, wie die Holländer das mal machen. Das ist ein richtig gutes Stichwort. Wir hatten tatsächlich kürzlich eine Unternehmensreise in den Niederlanden, wo wir deutschen Unternehmen quasi den Baubereich einmal näher gebracht haben, wie die Niederländer künftig bauen, aber halt auch Bestandsbau versuchen, nachhaltiger und klimaschonender umzusetzen.
Es war ein Zweitagestrip, den wir mit deutschen Unternehmen, vorwiegend aus Nordrhein-Westfalen und auch aus unserem Kammerbezirk in Südwestfalen gemacht haben. Da hat man schon gesehen, dass in den Niederlanden einiges probiert wird, auch sehr viel Innovationsfreude im Spiel ist. Und das hat gerade unseren deutschen Unternehmen auch sehr imponiert, wie da so der niederländische Weg ist. Einfach das mal machen und ja, vielleicht auch ein Stück weit offener für neue Sachen sein. Hat jetzt natürlich jetzt mit dem Hintergrund, dass man sich da eigene Ziele gesetzt hat, durch eben ein Klimagesetz, hat das natürlich da auch nochmal einen ganz anderen Charakter, was natürlich dann auch zeigt, wir müssen jetzt vorangehen. Und ich glaube, das ist dann in den Niederlanden, die ja von der Größe her ähnlich wie Nordrhein-Westfalen sind und auch von der Einwohnerzahl ja recht ähnlich sind. Ja, sicher. Ist das natürlich dann vielleicht auch ein bisschen einfacher umzusetzen in einem etwas relativ kleinerem Land. Und ja, da ist es wahr oder vielmehr war es schön, dass wir da mit euch zusammen eine Unternehmensreise organisieren konnten, auch in Zusammenarbeit mit den Kollegen von NRW Global Business, muss man an dieser Stelle auch erwähnen. Und jetzt in den nächsten Wochen gibt es ja noch wieder eine Reise. Ja. Deine Kollegin Kajesta Feldmann wird auch die Reise wieder betreuen zum Thema Smart Industry. Ist auch im Moment sehr, sehr ein großes Thema in den Niederlanden. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen nochmal auf diesen Baubereich konzentrieren, wenn man ein Bestandsgebäude hat. Wir wissen, Niederländer haben natürlich zum Teil auch noch recht alte Gebäude. Wie sollen die denn jetzt auf Basis der gesetzlichen Vorgaben entsprechend saniert und nachhaltig bebaut, umgestaltet werden? Ja. Und wo können vielleicht da gerade deutsche Unternehmen auch durch ihre Technologie und ihr deutsches Handwerk vielleicht gucken? Ein wichtiges Thema, weil Holland hat vor, im Jahr ungefähr 100.000 Wohnungen zu bauen. Das ist nicht einfach mit Blick aufs Klimagesetz, mit Blick auf CO2-Ausstoß. Und ungefähr 20, 25.000 von diesen 100.000 werden wahrscheinlich Apartments sein in ehemaligen Büroimmobilien, Gewerbeimmobilien. Das heißt, da muss viel umgebaut werden. Das sind meistens Gebäude aus den 50er, 60er Jahren, wie es in Deutschland, in NRW natürlich auch sehr viele Gebäude aus dieser Ära gibt. Das sind oft Gebäude, wo man mit Wärmedämmung zum Beispiel, mit hochwertigen Produkten, dafür sorgen kann, dass das auch geeignete Gebäude sind für Apartments. Zum Beispiel, es kann sein, dass es relativ nah am Nationalflughafen ist. Das bedeutet, wenn es geht um Dezibel, um Lärmschutz, muss das verbessert werden. Gebäude, die da waren damals noch akzeptabel als Gewerbeimmobilie, kann man nur mit wirklich neuen Vorgehensweisen, mit besseren, auch qualitativ besseren Produkten umbauen zu Apartments. Da können deutsche Unternehmen, denke ich, eine sehr starke Rolle spielen. Wichtig dabei ist auch, dass in den Niederlanden beim Thema Bauen auch das Thema Architektur oder Ästhetik eine Rolle spielt. Vielleicht etwas mehr als in anderen Ländern. Bisschen was fürs Auge vielleicht. Ja, stimmt. Das finden die meisten auch wichtig. Aber es ist immer eine Sache von und. Es muss funktionell sein. Es muss aber auch schön genug sein, sagen wir mal so. Muss nicht immer einen Architekturpreis gewinnen, so meinen wir das nicht. Aber das ist schon wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Das heißt, auch in den Kontakt mit den Behörden gibt es in fast allen Städten auch sogenannte Ästhetik-Ausschuss der Stadt oder der Gemeinde, der dafür sorgt, dass das auch passend ist zum Viertel oder vielleicht sogar zur ganzen Stadt. Ich denke, deutsche Qualitätsprodukte sind da sehr geeignet. Auch sehr wichtig, deutsche Handwerker sind sehr, sehr geeignet, weil die Niederlande haben natürlich auch viele alte, historische Altstädte. Da kann man nicht nur mal ein bisschen als Maler da reingehen, seine Arbeit machen. Da muss man wissen, was man macht. Das haben wir vor ein paar Jahren auch gemacht, noch vor der Pandemie mit einer Delegationsreise aus Nordrhein-Westfalen. Und da haben wir auch festgestellt, dass das Niveau der deutschen Handwerker sehr hoch ist. Weil auch in Deutschland gibt es natürlich Kirchen oder auch ältere Gebäude, die brauchen auch wirklich spezialisierte Handwerkarbeit, wenn es geht um Sanierung und Renovation. Also auch da sehe ich vielleicht etwas mehr in einer Nische, sehe ich gute Möglichkeiten für deutsche Anbieter. Wie sieht das dann im Bereich Energie aus? Du hattest ja gerade erwähnt, Gasfelder in Groningen sind
werden nicht mehr gefördert, beziehungsweise das Gas. Ja. Welche Alternativen haben denn eben jetzt die Privatleute oder die Unternehmen, ihr Bestandsbau oder eben Neubau zu heizen? Welche Möglichkeiten greift da die Niederlande? Wärmepumpe werden populärer, werden beliebter. Es gibt aber nicht so eine auch politische Debatte, die es in Deutschland gegeben hat zu diesem Thema. PV-Anlagen sind auch wichtiger. Man sieht auch immer mehr Wiesen, wo PV-Anlagen gebaut wurden. Deutlich mehr als vor 10 Jahren. Da war Deutschland eher ein Vorreiter damals und die Niederlande nicht ein Vorreiter, haben es aber relativ schnell gefolgt und auch wegen dieses Aussteigen aus dem Gas sozusagen, war es auch wichtig nachzudenken über neue Energiemöglichkeiten. Atomkraftwerke gibt es kaum in Holland, da gibt es nur einen. Und die neue Regierung hat zwar vor, 4 zu bauen, das wird aber nicht vor 2035 der Fall sein. Das heißt, auch jetzt in den kommenden 10, 12 Jahren brauchen wir neue Energiemöglichkeiten. Und ich denke auch sicherlich, dass PV-Anlagen da sehr geeignet sind. Aber auch Wärmepumpe spielen eine Rolle. Und wie schon gesagt, auch Wärmedämmung, bessere Dämmung, bessere Isolierung von Wohnungen. Ja. Wie sieht es aus? Die Niederlande haben ja einen super Zugang zum Meer bezüglich Offshore-Windenergie. Sehen wir künftig viel mehr Windräder an den niederländischen Küsten? Ja, obwohl relativ weit weg von der Küste. Das ist vielleicht eine Geschmackssache, ob es zu weit weg oder noch nicht weit weg genug ist. Aber da werden im Moment auch mehrere größere Parks auf der Nordsee gebaut. Deutlich weniger als auf dem Lande selber, finde ich persönlich. Wenn ich als Tourist in Schwarzwald in Urlaub bin, dann fällt mir auf, dass es schöne Natur gibt, aber auch deutlich diese Anlagen für Windenergie. Das sieht man in Holland etwas weniger, steht auch mehr wirklich an der Küste, wo es weniger auffällt und direkt bei Autobahnen zum Beispiel. Aber es ist auch eine wichtige Quelle für Energie für die Niederlande in den kommenden Jahren. Ja. Gibt es denn noch ganz aktuell weitere Branchen, die für ausländische Unternehmen, deutsche Unternehmen, gerade in den Niederlanden aktuell interessant sein könnten? Ich sage jetzt mal, die Niederlande haben ja auch eine sehr lebhafte Startup-Kultur. Ja. Ist es da? Sind in den Niederlanden beispielsweise digitale Produkte einfacher umzusetzen? Oder welche weiteren Produkte, Branchen würden beispielsweise in den Niederlanden gut funktionieren oder auf offene Ohren stoßen? Ja, man kann schon sagen, dass die Digitalisierung in vielen Bereichen in den Niederlanden, etwas schneller gelaufen ist als in ganz Deutschland. Vielleicht besser gesagt, in Deutschland gibt es mehr regionale Unterschiede. Das gibt es in den Niederlanden weniger, ist natürlich auch ein kleines Land sozusagen. Also Thema Funkloch ist eigentlich kein Thema in den Niederlanden. Das stimmt. Das ist gut, denke ich auch. Von Norden bis Süden, von Dörfern bis Großstädten ist das eigentlich sehr, sehr vergleichbar. Was ein Vorteil ist für deutsche Anbieter, würde ich auch sagen, auch im digitalen Bereich, ist, dass die Niederlande nicht nur im digitalen Sinne sehr affin sind, sind auch schneller bereit, etwas neu anzufangen. Darüber werden wir später wahrscheinlich nochmal reden bei Business Gelinge. Das bedeutet, es gibt mehr Neugier. Und da sieht man zum Beispiel auch bei Reisen, die von NRW aus organisiert werden, für niederländische Unternehmer in Richtung Nordrhein-Westfalen, dass es deutlich auf Neugier gestoßen ist und dass auch Unternehmer aus Amsterdam oder Rotterdam oder wo auch immer nach Deutschland gekommen sind, um zu sehen, okay, was ist in Deutschland möglich? Das könnte man umgekehrt genauso gut machen für deutsche Unternehmen in den Niederlanden. Das machen wir als Auslandshandelskammer auch, das machen wir auch in Zusammenarbeit mit IHK hier in Nordrhein-Westfalen. Und das bietet auch tatsächlich Möglichkeiten, vor allem wenn man als deutscher Unternehmer oder Unternehmerin vielleicht etwas schneller als normalerweise bereit ist, mal mit einem Pilotprojekt zum Beispiel oder mit einem niederländischen Partner anzufangen. Und das könnte, denke ich, noch viel mehr passieren. Ich verstehe aber auch, dass für Startups vor allem es ist spannend, mal etwas neu anzufangen in einem Nachbarland, auch wenn es vielleicht nur 100 oder 200 Kilometer Entfernung ist. Aber da kann man es, denke ich, fördern, kann man es unterstützen, von IHK, von AHK, von Wirtschaftsführungsgesellschaften aus. Und das bietet dann, finde ich persönlich, auch gute Möglichkeiten, auch für deutsche Unternehmer in den Niederlanden. Jetzt seid ihr als Auslandshandelskammer oder auch deutsch-niederländische Handelskammer genannt, natürlich genau dazu da, die Wirtschaft in beiden Ländern durch einen gegenseitigen Austausch zu fördern,
aber halt auch konkret Unternehmen zu unterstützen, die eben in den einen oder in den anderen Markt gerne rein möchten. Ja. Wie geht ihr mit den, also was könnte denn Unternehmen da konkret anbieten? Wo könnt ihr Hilfestellungen geben, wenn eben ein Unternehmen da wirklich Interesse hat, auf den niederländischen Markt zu gehen oder andersherum? Ja, danke für die Frage, weil das ist sehr, sehr konkret und auch sehr wichtig für Unternehmer selber. Wir haben Delegationsreise, Marktsondierungsreise, wie man es auch nennen möchte, wo man als Unternehmer nach Holland oder in die Niederlande geht und einfach sieht, wie eine Branche funktioniert. Mit Firmenbesuchen, das kann kollektiv sein, das kann individuell sein, mit Matchmaking-Gesprächen, auch da kollektiv oder individuell. Was wir auch machen, ist die individuelle Unterstützung von Unternehmern. Das heißt, wir suchen den Kontakt zu Einkäufern zum Beispiel, zu Resellern oder potenziellen Vertriebspartnern in den Niederlanden, damit die deutschen Produkte oder die deutschen Dienstleistungen schneller und auch besser angeboten werden können in den Niederlanden. Also unsere Dienstleistung als Auslandshandelskammer ist sehr konkret, ist auch immer in direkter Abstimmung mit einem Unternehmer, weil es gibt mehrere Wege nach Rom, das wissen wir alle. Und wir wollen nicht nur für den Unternehmer entscheiden, wie dieser Weg aussehen soll. Wir wollen auch wirklich zusammen mit dem Unternehmer, natürlich mit unseren Ideen darüber, mit unseren Empfehlungen. Wir wollen auch erfolgreich sein in diesem Nachbarland, in den Niederlanden, damit der Unternehmer auch sieht, hey, mein Kontakt zu der AHK war auch wirklich wertvoll und hat zu mehr Umsatz geführt im Nachbarland. Ich glaube, da haben wir als IHKs beziehungsweise auch die deutsche Wirtschaft ein super Netzwerk an der Hand durch die Auslandshandelskammern, gerade jetzt bei euch in den Niederlanden. Ihr seid ja da sehr gut vertreten und auch super vernetzt, was natürlich dann auch den Einstieg dann für die Unternehmen, wenn eben da entsprechende Unterstützung von eurer Seite passieren, natürlich dann sehr einfach dann auch geht. Zum Thema Business-Knigge sprechen wir ja in unserer nächsten Niederlande-Folge ja noch. Für die heutige Folge war es das jetzt erstmal. Ich möchte mich ganz lieb bei dir bedanken, Aldo, für deinen Besuch hier bei uns in Hagen in unserer Kreativwerkstatt. Ja. Und zum Ende möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch darauf hinweisen, falls Sie Interesse und falls Sie auch Rückfragen zum Thema Niederlande haben, können Sie sich jederzeit gerne an die Kollegen von der Deutschen Niederländischen Handelskammer wenn die Kontaktdaten werden wie immer in den Shownotes hinterlegt. Und natürlich können Sie sich auch jederzeit bei uns als IHK zu Hagen oder SIHK zu Hagen natürlich auch jederzeit telefonisch oder per E-Mail wenden. Folgen Sie gerne auch unsere Fokusseite international/SIHK zu Hagen. Hören Sie unseren Podcast und falls Sie Interesse noch an weiteren Informationen zu Niederlande und zum Thema Business-Knigge, hören Sie gerne unsere kommende Folge gerne an und dann herzlich bedankt. Danke, dann. Hat Spaß gemacht. Ja, gerne geschehen. In der Tat. Bedankt. Natürlich.